Durch den Sieg gegen Portugal hat sich die Ausgangslage für die deutsche Nationalmannschaft deutlich verbessert. Nun gegen Ungarn würde ein Sieg sicher reichen zum Weiterkommen. Eventuell dann sogar der Gruppensieg drin, je nachdem, was Frankreich parallel macht. Aber Deutschland ist gewarnt. Ungarn spielte 1:1 Respekt einflößend gegen eben die Franzosen, gegen die Deutschland 0:1 unterlag. Springen wir ins Spiel. Deutschland in den weißen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Und hier war es nicht lange irgendwas mit Abtasten. Nein, es sollte unmittelbar nach vorne gehen. Kai Havertz und Joshua Kimmich im Zusammenspiel. Flanke, Havertz mit rechts und in der Mitte. Thomas Müller. Das hätte die ganz frühe Führung sein können. Es zeigte die Motivationslage. Auf der anderen Seite wäre allerdings alles andere als ein Sieg gegen Ungarn auch eine Enttäuschung. Und dann ist es am Ende eben dann auch ein Zittern, ob man überhaupt weiterkommt. Aber offensiv gegen Portugal eben konnte man ja durchaus überzeugen. Und die Anfangsphase weiterhin nur Deutschland. Kimmich, Müller. Münchner Kombination, Flanke von rechts. Müller, der gegen Portugal gar nicht so sehr in Abschlusssituationen in Szene trat. Er machte die Räume auf und lief unfassbar viel mal wieder und konnte dann eben auch die ein oder andere gefährliche Szene, die zum Tor dann auch führte, einleiten. Ansonsten der erste Durchgang relativ zäh, so viel ging nicht. Ungarn verteidigte sehr, sehr diszipliniert. Das hier dann die letzte Szene vor dem Seitenwechsel. Nach 45 Minuten nur 0:0. Ja, Deutschland hätte schon führen können, aber so richtig wurde das Tor von Peter Gulacsi auf Seiten der Ungarn auch nicht strapaziert. Anfangsphase im zweiten Abschnitt. Es war eigentlich dasselbe Bild, aber Ungarn hätte ja mit einem Sieg auch die Möglichkeit weiterzukommen. Aber Deutschland wollte hier gar keine Fragen offen lassen. Müller mit der Flanke, Havertz schießt, aber erst im Nachschuss der Ball drin. Gulacsi mit einer guten Parade, den Kopfball konnte er noch abwehren, aber dann ist Kai Havertz der Erste, der schaltet. Läuft da ein, am zweiten Pfosten setzt er sich durch vom Knie von Peter Gulacsi, prallt der Ball im 5-Meter-Raum noch einmal vor Kai Havertz Füße, und dass er das dann auch sicher macht, ist ja klar. Ein Eigentor erzwungen, ein Tor gemacht gegen Portugal, jetzt macht er den nächsten Treffer und Thomas Müller reißt ihn zu Boden vor Freude. Das hochverdiente 1:0, also in dieser Phase lief alles für Deutschland. Und da war es auch dann egal, was Frankreich und Portugal parallel machten. Thomas Müller in den Strafraum eingezogen, legt aber nochmal zurück. Deutschland hatte jetzt auch die Ruhe weg. Sie hatten den Treffer erzielt. Ilkay Gündoğan wird nicht gut angegriffen. Und wie er den Ball an den Pfosten setzt, das ist richtig stark. Was für eine Schusstechnik. Der dreht sich und dreht sich, aber vom Innenpfosten prallt der Ball dann vor die Linie. Knappe Stunde gespielt. Jetzt wieder mal über die rechte Seite mit Gnabry und Viola. Da gibt's einen Pfiff, aber es gab keinen Elfmeter, sondern die gelbe Karte für eine Schwalbe. Das wohl auch zu viel. Elfmeter? Nein, aber es ist ja schon durchaus dort ein Kontakt zu sehen. Und Gnabry beschwert sich im Endeffekt für die gelbe Karte. Ein Elfmeter wollte er sicherlich nicht. Etwas unglücklich, diese Szene, dass sich Gnabry hier gelb einhandelte, wartete ja auch noch weiterhin auf seinen ersten Treffer in diesem Turnier. Und Thomas Müller, ja, der wartete auch, aber er hatte zumindest die ein oder andere Abschlusssituation, das konnte Gnabry nicht unbedingt vorweisen. Ilkay Gündoğan legt den Ball raus, dann die Flanke mit links und Thomas Müller sehr artistisch ärgerte sich und möchte endlich diesen Treffer erzielen. Von Ungarn kam aber nichts mehr. Stattdessen weiter in Deutschland. Willi Orban, den kennen wir von Leipzig. Schalai, nicht der Schalai, ein anderer in der Endverteidigung mit dem Fehler. Kai Havertz, Ilkay Gündoğan, und jetzt hatte er auch seinen Treffer. 80. Minute, 2:0 für Deutschland. Und damit war alles klar für die Elf von Jogi Löw. Es würde in die K.O.-Phase gehen können. Unabhängig
davon, was auf dem Parallelfeld passieren sollte. Auch das absolut in Ordnung. 2-0 schon lange überfällig und jetzt hatten sie eben die vorzeitige Entscheidung erzielen können. In keinem unbedingt richtig schmuckreichen Fußballspiel, aber Deutschland sehr dominant und in den entscheidenden Szenen dann doch unter dem Strich auch kaltschnäuzig genug. Peter Gulaschi sieht den Ball etwas zu spät und kann gegen den wuchtigen Rechtsschuss von Ilkay Gündoğan nichts mehr ausrichten. So endet dieses Spiel dann mit 2-0. Deutschland zieht in die nächste Runde ein. Ungarn verabschiedet sich, holt immerhin gegen den Weltmeister einen Punkt in dieser Gruppe, aber muss sich dann auch verabschieden.